Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Synapsenklatscher. Hallo. Hallo. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich hingeblieben bin. Achso, das Dach. Ja, meine Hartz-Party hat sich ein bisschen geändert, da war mein Kopf gerade ein bisschen voll. Wir haben jetzt auch das Wochenende nicht gezockt. Seit Freitag. Also Sonntag. Die Hardware hat sich ein bisschen geändert, also nicht wundern, wenn es ab und zu mal ein bisschen Nebengeräusche gibt, weil der Boxkühler, der ist, da ist ein Flugfeld, ein Scheißdreck dagegen. Also der macht ordentlich Kararo. Das wird sich aber irgendwann ändern. Demnächst. Ein paar Tagen. Und jetzt fährt er hoch, man hört's. Ich höre es sogar durch die Kopfhörer. Das ist sehr unfassbar. Gut, hab ich hier alles eingesteckt? Ich gehe hoch aufs Dach, weil ich war dort noch nie ganz fertig. Naja, spätestens wenn ich drinnen bin im Spiel, bist du am Tag. Naja, bestimmt noch. So, durch die hier ein bisschen aufwerten, dann trocknet das und dann geht komplett links rum, dann nochmal aufwerten mit Metall. Schaut doch schon wieder jemanden hier. Wer ist es? Will tanzen sein. Ich merke aber, ich muss den Sound im Soundmanager noch ein bisschen einstellen. Naja, gut. Also, weiter geht's. Ah, hier, mein Garten. Da wird im Übrigen wird er auch noch ein bisschen verbreitert. Der schließt dann etwa hier ab. Ja, also der schließt dann etwa ab, da kommen noch ein paar Felder rein. Also ich glaube, ich war beim letzten Mal beschäftigt mit der Garage. Wie weit bist du da jetzt schon gekommen? Ich glaube, ich muss die bloß noch aufwerten mit Metall. Also hier geschmiedet mit Stahl. Dann noch ein paar Verzierungen reinbasteln, die Türen reinmachen und dann ist es eigentlich fertig. Okay. Also viel ist es nicht mehr. Aber Tor und so machst du Kids rein, oder? Natürlich, habe ich doch schon gebaut. Ach. Hast du schon? Natürlich. Okay, also ich bin jetzt drin. Gut, ich schicke dir gleich mal eine Einladung. In Fremder. Ja, das Rubbeln, das lässt sich nicht vermeiden. Ich habe ja die neue Hardware im Singleplayer gemacht. Getestet. Das hängt wohl auch mit der... Naja, ist er noch Early Access. Seit 7 Jahren. Ich hoffe, dass man das Geräusch von dem PC nicht ganz so sehr hört, also trotz Silent-Gehäuse. Also dieser Boxkühler, das ist, nun ja. Ich höre nicht. Naja, dass du nicht hörst, das kann ich mir schon vorstellen, aber das nimmt's wahrscheinlich dann auf. Ja. Na, ich habe ja hier, bei Discord habe ich ja hier einen Pegel eingestellt, welche Geräusche du hörst und welche nicht, also ab wann. Ja. Und das Aufzeichnungsprogramm, das zeichnet ja von 0 dB auf an. Also. Ja, no. Könntest du eigentlich auf Raubzug gehen, oder? Du könntest, ja. Du könntest auf Raubzug gehen. No. Essen, Trinken hab, Munition hab, Waffen. Also eigentlich alles dabei. So, mal gucken, wie ich überhaupt hinfahre. Im Schneegebirge will ich heute nie. Da fahre ich mal dort im Alpen, muss ich sprechen. Rum. Muss lauter reden. Ja, ich habe gerade laut gedacht, also für mich laut gedacht. Ach so.
Was wichtig ist, sind Autos auseinandernehmen. Ja. Wenn ich welche sehe, nehme ich sie auseinander. Naja, fährst du hier Richtung Wüstengebiet wieder? Nee, ich... Oder? Warte mal. Du bist doch schon auf dem Weg dorthin. Ach, das ist die Richtung? Das ist die Richtung, ne? Du brauchst die Straße, muss weiterfahren. Ach, da hinten, ja. Naja, da fahre ich in die Wüste. Ja, und warum stehst du immer noch da? Press mich nie. So, kurz bevor die Wüste wieder anfängt, gehst du diesmal nicht rechts in das Feld, sondern diesmal links in das Feld. Dort stehen nämlich auch noch genug Autos. Also dort, wo du letztens warst, nur auf der anderen Seite. Oh. Naja, wie gesagt, also letztens, da hatte ich schon viele Autos gehabt. Ja, auf der anderen Seite stehen noch mal genauso viele. Oh. Weil die Schraubenfedern, die einschmelzen, das bringt irgendwie ein bisschen mehr. Das ruckelt auch in die ganze Sache, komischerweise. Ja. Also wie wenn man hier nur pures Eisen reinholen. Früher gab es mal Eisenerz. Ich habe keine Ahnung, wo man das findet. Na, du müsstest da ja eigentlich gleich da sein. Nee, du musst weiterfahren. Warte mal. Na, warte mal. Warte mal. Warte mal! Ich muss mich verbinden. Wo ist denn Zombie? Lass doch den Zombie in Ruhe, mach da einfach weiter. Mensch, halte dich nicht auf! Nee, ich hab ja gerade einen Bären gehabt. Ich will den Bären erstmal auseinandernehmen. Rum. Was ist denn in Ruhe lassen? Nee. Also an den neuen Bildschirm muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Warum? Naja, ist ja größer. Jetzt muss ich auch, jetzt hab ich mehr zum Gucken. Hast du einen Durchblick? Achso, du wolltest ja noch eigentlich mit der Kamera hier und so. Ja, aber jetzt geht's komischerweise. Hm. Ja, da freue ich mich schon auf den Sommer mit dem Gerät. Oh. Ja, dann habe ich dann so um die 60 Grad in meinem Sommer. Oh. Ich glaube, ich werde den alten Kühlschrank auseinandernehmen. Dann. Okay. Und dann den Rechner da reinbauen. Oh. Ich war ja jetzt so geistreich gewesen. Deswegen. Naja, weil ich schon wieder auf dem Rückweg war. Nee. Ja, naja, ich fahre jetzt wieder Richtung Wüste. Nee. So, das kann jetzt erstmal trocknen. So, hier mal die Garage. Ich habe halt das Dach da drauf gesetzt. Kann man ja mal gucken gehen. Gucken. Na, dann gucken wir. Ja, gucken. Ja, hier waren doch vor uns noch ein paar nasse Felder. Die man hätte noch mal aufwerfen müssen. Ich. Oh! Meine Freundin ist da! Oh. Ja. Oh, die lass ich jetzt schreien, das kannst du wissen. Soll sie ihre Kumpels holen? Mit Hund!
Ne, dort ist halt eben die Garage. Ne? Na, wo sind deine Boys? Ach, dort unten. Deine Boys. Weil jetzt hast du wieder den ganzen Spaß für dich alleine. Natürlich. Du wolltest da unbedingt plündern. Ja, ist ja gut. Jo, schreien, immer schön schreien. Guck mal, hier ist noch ein Hund. Kommen wir noch ein paar oder was ist das? Ist auch noch ein Hund. Sie muss ich definitiv noch Sound Manager ziehen. Das klingt das so ekelhaft. Okay. Ich muss den Bass noch ein Stückchen einstellen. Das kann ich zwar über das Mischpult machen. Aber? Ich bin gerade voll beschäftigt. Ach, das geht schon. Nee, das war voll ernst gemeint. Ich weiß das zu schätzen. So, warte mal, wo kann ich denn hier? Wo war denn das? Kann ich denn nie sagen. Hier raschelt's noch. Das ist doch der hier. Ne, das ist der falsche. Das ist doch schon. Gut, kann man so lassen. So, ich habe mal fix hier den Sand nochmal eingestellt. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Also, ich höre dich. Nee, ich rede ja vom Bass her. Naja. Ist alles gut. Naja, es geht wegen der Aufzeichnung dann. Wie gesagt, das ist ein bisschen anders dann. Naja. Ja, und ich wollte das eigentlich gerade den Zuschauern mitteilen, ne? Dass ich hier gerade an dem Bass ein bisschen rumgefummelt habe. Dann müsst ihr das doch sagen. Hab ich doch gemacht? Du hörst mir ja nie zu. Ach, erzähl doch nie noch, was lobst du noch jemand? Ja, wäre nicht verwunderlich. Hier ist noch irgendwer einer. Nur der Kriecher. Dürfte meine Stimme nämlich auch ein bisschen tiefer sein. Nee, eigentlich nicht. Müsste genauso sein wie immer. So, naja, auf jeden Fall, hier ist die Garage. Die ist zwar schon trocken. Muss dann noch mit geschmiedetem Stall aufgewertet werden. Genauso wie die Wände. Achso, ich habe, achso, das ist es, hahaha. Das kann ich ja mal kurz demonstrieren, das habe ich im Singleplayer, habe ich das mitbekommen. Ich habe das vorher nicht wirklich beachtet, aber diese komischen Fetzen hier. Ach ne, hier bringt es bloß Papier. Das ist aber komisch, im Singleplayer machen die hier militärische Faser. Mhm. Militärfaser. Wo haben wir denn noch sowas hier? Ne, hier kriegst du bloß Papier raus, was ist denn das für ein komisches Ding? Im Singleplayer-Modus habe ich hier Militärfaser rausbekommen. Oder wie das Zeug ist. Hier gibt es bloß Papier. Ah, das kann natürlich auch sein, weil ich das hier noch nie gelernt habe. Nun ja. Also können wir hier noch die Hunde auseinandernehmen. Hm, bitte? Dann musst du es mal lernen. Hm. Ich glaube, der passt erst ein bisschen zu. Oh. So. Das war jetzt Reflex. Wie spielt sich das eigentlich auf dem Monitor jetzt? Richtig gut. Der hat nämlich meinen Monitor bekommen. Da zockt er nämlich jetzt nicht mehr in 720p, sondern hier in Full HD. Ja. So, jetzt muss ich trotzdem noch dazu, weil wegen
vorne irgendwo noch eine Türe, habe ich die vergessen zuzumachen? Aha. Ne, die ist zu. Oh, abernten tue ich dann wieder irgendwann offline. Also ich habe eine Kettensäge gefunden. Und ein, ja, was zum Lesen. Also ich bring dir dann eine Super-Elo mit. Die Kettensäge, die kannst du auseinandermurksen. Warum? Warum? Weil Kettensäge Blödsinn sind. Wieso? Und dann kriegen wir auch diese Motoren-Werkzeugteile raus und dann können wir nämlich einen zweiten Erdbohrer machen. Aha. Ne? Mir ist der zweite Erdbohrer lieber und du kannst hier Holz fallen nur mit der Axt, das ist doch wesentlich. Brauchst du Spritverschwendung. Keine Ahnung. Ach, vertrau mir da einfach mal. Naja, weil du es bist. So, könnt ihr das jetzt immer richtig hier mal trocknen und so? Das ist euch jetzt zum Kötzen. Zeit! Es dauert! So, was könnte man dann eigentlich schon mal in der Zwischenzeit machen? Ach so, ja, hier. So, das noch ein bisschen freigraben. Ja, ich wollte hier eigentlich die Platten hinlegen, aber ich glaube, ich lasse das. Ne, doch, hier ab hier tue ich dann mal losschaufeln. Hab ich meine Schaufel dabei? Ja. Mache ich das schon mal hier hinter. Können wir da jetzt einen Erdbohrer nehmen? So. Und von hier auch rüber. So, das wird weggemacht. Erstmal. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir bloß das Leben. Ach egal, ich mach das erstmal weg. Nee. Na doch, erstmal. Eine Schreierin! Naja, lass er schreien. Nee. So. Erde, Erde, Erde. Nämlich die Blöcke hier hoch weg. Ich glaube, der Pass ist noch zu heftig. Ich muss nur ein Stück wegnehmen. So, jetzt passen. Kein Sprit mehr. So. Genau, da kommt nämlich jetzt hier so die Holzblöcke wieder hin. Holzrahmen.
Wie viel habe ich immer? 1, 2, 3, 4. Immer 5. Gut. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und hier ist der Weg. Ne, das ist ja scheiße. Mensch, jetzt genau. 2, 3, 4, 5. Nee. 2, 3, 4, 5. Das wäre ja hier. Genau, doch, dann haut das hin. So, und die Platten, die kommen dann nämlich oben weg. Hier links rum. Wieder. Nee. Die Platten gehen ja dann hier lang. Der Gartenzaun, der geht ja hier draußen lang. Das ist dumm, ich will, dass der Gartenzaun hier ist. Wie mache ich denn das? Tja, das werde ich jetzt offline entscheiden, denn die Folge ist nämlich schon wieder vorüber. Na denn. Dann wünsche ich euch Zuschauern noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, hallo, was auch immer. Das Gleiche. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Ja. Tschüssi. Tschüss.